Und das dritte Beispiel, und auf das möchte ich sehr ausführlich eingehen, weil es unsere aktuelle politische Diskussion sehr belastet, das ist die Frage, wie wir mit internationalen Verpflichtungen umgehen, wie wir mit der Entwicklungszusammenarbeit umgehen, angesichts der Tragödien, die sich jetzt Tag für Tag vor unseren Augen tagtäglich abspielen. Und wenn Sie schon kein Einsehen haben beim Finanzrahmen, so appelliere ich heute insbesondere an die Abgeordneten von SPÖ und ÖVP, dieses Kapitel noch einmal aufzumachen und in diesem Kapitel auch tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen, die Sie in vielen Reden, die Sie in den letzten Tagen mit großer Betroffenheit vorgetragen haben, diese Verantwortlichkeit auch tatsächlich zu nehmen. Es sind heute Vertreterinnen und Vertreter der globalen Verantwortung da. Ich freue mich darüber. Sie haben sicher auch alle die Briefe noch bekommen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und Ihnen auch im Namen meiner Fraktion danken für die Arbeit, die Sie und die 400.000 Menschen, die Sie repräsentieren in Ihren Organisationen, Volkshilfe, Rotes Kreuz, Caritas, Fairtrade, Licht für die Welt auch leisten. Es tut mir leid, dass das vor wenigen Abgeordneten auch hier einen Applaus wert ist, aber gut. Ich denke, wir müssen hier sehr genau hinschauen. Man kann nicht auf der einen Seite immer wieder sagen, man muss den Menschen vor Ort helfen, auf der anderen Seite dann die Grenzen abschotten, die Grenzen dicht machen, teilweise mit Militäreinsatz gegen Flüchtlingsboote vorgehen, was jetzt diskutiert wird. Und auf der anderen Seite dann genau in diesem wirklich relevanten Bereich, wo es um Leben retten geht, um Flüchtlingshilfe vor Ort auch geht, Auslandshilfe, Nothilfe im Ausland, hier die Verantwortung nicht wahrnehmen. Wir haben in den letzten Jahren in diesem Bereich Kürzungen erleben müssen, auf dem Niveau 2010, die Jahre 2011 bis 2015 kumuliert, es waren rund 60 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Und was man mit diesem Geld machen kann, mit 60 Millionen Euro, können diese Organisationen vor Ort 100.000 syrischen Flüchtlingen 5 Jahre lang versorgen. Sie können mit 60 Millionen Euro 120.000 Familien langfristig von Hunger befreien und mit 60 Millionen Euro kann man für rund 6 Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser schaffen. Jetzt haben wir Versprechen gehört vom Bundespräsidenten, der gesagt hat, wir müssen unsere Versprechen einhalten. Wir haben vom Außenminister gehört, er wird die Aufstockung der Katastrophenhilfe im Ausland in den Ministerrat einbringen. Und jetzt haben wir leider einen Finanzrahmen, der sogar eine Abweichung vom Finanzrahmen des Vorjahres vorsieht, nämlich nicht nach oben, sondern nach unten. Und das lässt nur einen einzigen Schluss zu, nämlich dass es keinen Stufenplan, keine Aufstockung für die humanitäre Hilfe im Ausland in diesen Finanzrahmen bis zum Jahr 2019 geben wird. Und ich bin der Meinung, dass wir das nicht so hinnehmen sollten. Das Budget, den Finanzrahmen beschließt immer noch das Parlament. Und ich appelliere an Sie heute wirklich eindringlich, machen wir dieses Kapitel noch einmal auf. Mit 1 Million Euro. Was die Caritas mit 1 Million Euro machen würde. Der weltweite Hunger hat einen neuen dramatischen Schauplatz gefunden und das sind letztendlich diese Krisenregionen, die blutigen Bürgerkriegsregionen, vor allem rund um Syrien, wo über 10 bis 11 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und vor Ort bleiben die Schwächsten. Vor Ort sind die Hälfte der Flüchtlinge Kinder. Und genau mit 1 Million Euro möchte die Caritas genau diesen Kindern zumindest einmal am Tag eine Schuljahr aussehen, damit sie gestärkt und damit sie überhaupt wieder zu Kräften kommen können, leisten. Und ich frage mich ehrlich, ob wir das in diesem Finanzrahmen nicht abbilden können. Es geht um die Aufstockung der Katastrophenhilfe im Ausland von 5 auf 20 Millionen Euro. Das ist wirklich nicht die Welt. Jede Ortsumfahrung im Burgenland kostet mehr. Kostet wirklich mehr. Und ich habe Sie alle jetzt bei so vielen Veranstaltungen auch gesehen und gehört, wo Sie auch dieser Betroffenheit auch Ausdruck verliehen haben, dass Sie das auch nicht mehr hinnehmen wollen. Und jetzt beschließen Sie diesen Finanzrahmen und ich hoffe, Sie machen es nicht, wo genau diese Verantwortlichkeit sich nicht abbildet. Und Herr Finanzminister, ich weiß, dass es für Sie natürlich viele Begehrlichkeiten gibt aus vielerlei Ressorts. Wir haben vorher die Militärmusik gehört, das war das Hauptanliegen jetzt der Freiheitlichen. Es gibt auch Offensivmaßnahmen in diesem Finanzrahmen, das verschweige ich nicht. Es gibt Offensivmaßnahmen im Bereich innere Sicherheit, also das Sicherheitspaket für die Innenministerin, auch für Landesverteidigung, auch ein gewisser Teil für Arbeitsmarktmaßnahmen, für ältere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerinnen. Aber fügen wir diesen Offensivmaßnahmen, dieser Liste, fügen wir denen noch die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe im Ausland dazu. Es ist wirklich verkraftbar. Es ist wirklich verkraftbar. Integrieren wir diesen Stufenplan dann auch im Herbst ins Budget. Es findet heuer
internationaler Öffentlichkeit ein großer UN-Gipfel statt. Es werden die neuen Entwicklungszusammenarbeitsziele definiert. Ich möchte nicht, dass wir uns aus Österreich dort gemeinsam mit übrigens Griechenland, Griechenland ist noch schlechter, aber sonst ist jedes einzelne europäische Land besser als Österreich, was diesen Bereich betrifft. Ich geniere mich dafür. Ich möchte nicht, dass Österreich dorthin fährt mit de facto leeren Händen vor dem Hintergrund, vor den humanitären Katastrophen, die sich im Moment rund um Europa abspielen. Und wir bitten Sie, ich appelliere an Sie, bitte stimmen Sie diesen Abänderungsantrag zu. Wir haben uns bemüht, diesen Stufenplan einzuarbeiten bis 2019. Die Aufstockung von 5 auf 20 Millionen Euro ist enthalten. Ich denke, es spricht wirklich kein menschliches Argument gegen diesen Antrag. Wir werden ihn auch namentlich abstimmen lassen. Die österreichischen Ausgaben für Entwicklungshilfe seien auf einem historischen Tiefstand und sollen bis 2019 weiter sinken, hebt Eva Glawischnek-Piszczek, Klubobfrau der Grünen, hervor. Sie fordert, dieses Kapitel des Bundesfinanzrahmens nachzuverhandeln und einen Stufenplan zur Anhebung der Mittel für Entwicklungshilfe zu erstellen.